Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Nachdem wir in der letzten Episode gegen Bayern ins Champions League Finale eingezogen sind, wie auch immer wir das gemacht haben, und 22 Millionen Transferbudget jetzt haben, sind wir jetzt auf der Suche nach dem nächsten würdigen Gegner, und wir haben ihn gefunden in West Ham. Die stehen momentan relativ weit unten in der Tabelle auf Platz 16, ja, mit 33 Punkten, während wir auf Platz 5 mit 57 Punkten stehen. Platz 5? Ja, Platz 4. Ah nee, Quatsch, wir haben gegen Arsenal schon gespielt. Aber wir können auf Platz 4 vorbeiziehen, wenn wir heute gewinnen. Also gute Chancen darauf, und das wollen wir natürlich erreichen im Idealfall. Allerdings nicht mit absoluter Top-Besetzung. Ihr seht es ja schon, ich habe das letzte Mal schon gemacht. Ich habe ja dann erst bemerkt, nachdem die eine Aufnahme fehlgeschlagen ist, dass ich nicht mehr genug Zeit hatte. Aber hier mit B11, Laporte, Geis und Ben Yedder sind so, ja okay, Kabea irgendwo auch ist ein Stammspieler, und Sand und Jammert und Trapp eigentlich auch. Aber auf jeden Fall ein paar Ersatzspieler, und damit wollen wir jetzt versuchen, gegen die Hammers zu bestehen und zu gewinnen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich. Nach dem Einzug ins Champions League Finale waren die Magpies mal wieder zu Hause im St. James' Park und hatten West Ham zu Gast. Die Hammers momentan auf Platz 17 der Tabelle angesiedelt. Naja, und die mussten heute im Idealfall natürlich punkten, genauso wie aber auch Newcastle. West Ham ist auf Platz 16, nicht auf Platz 17. Newcastle war ein bisschen, zurückgefallen quasi, denn von hinten machten Liverpool, Cardiff und Everton Druck. West Ham musste sich einfach unten raus befreien, und die Fans, die Toons, die erwarteten natürlich, dass man auch nächstes Jahr international spielen würde. Ob das Ganze klappen sollte, das sollte sich heute herausstellen bzw. manifestieren, denn wenn Newcastle gewinnen sollte, hätte man auf jeden Fall schon mal ein etwas größeres Puffer im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da hinter einem standen. Bei West Ham spielten einige ehemalige Spieler von Newcastle United. In der Startelf sehen wir da beispielsweise gleich Sylvain Mavaud, dazu später mehr. Trapp, Jamal Laporte, Rüdiger Santon, Gais Barker, Ben Arfa, De Jong, Cabella und Wissamen Yedder in der Startelf. Eine sehr, sehr starke Anfangsformation bei den Magpies. Barker ein bisschen überraschend in die Startelf gerückt für Sippel, aber das lag wie immer an konditionellen Gründen. Trainer MGT rotierte da ja ganz gerne mal. Bei West Ham, wie gesagt, einige Spieler von Newcastle. Adrian im Tor, Lustig, Collins, Tompkins, Cresswell, dann Kouyaté, der Deutsche, Tolga Gyergyi, dann haben wir Noble, Mavaud, wie erwähnt, Carroll und Rate. Für Mavaud natürlich ein besonderes Spiel, ebenfalls für Jonas Gutierrez, der war ja ebenfalls gewechselt von Newcastle United zu den Hammers, und nachdem er seine Hodenkrebskrankheit überwunden hatte, stand er heute mal wieder im Kader bzw. auf der Bank. Mavaud wollte hier heute Punkte holen, die erste Szene jedoch auf Seiten der Magpies, eine Flanke von Cabella, das ist die erste gefährliche Szene der Partie bzw. halbwegs gefährliche. Ball kommt auf Ben Arfa auf der anderen Seite, der macht das da wunderbar, die Flanke in die Mitte, da ist Santon mal mit aufgerückt, aber er kommt nicht zum Kopfball und dementsprechend die erste Szene der Partie geklärt. Es ging weiter über West Ham, und zwar mit Andy Carrolls Fehlpass hier. Der Ball kommt auf Sippel und der auf De Jong, und der leitet weiter auf Morrison. Der auf Cabella, der macht das wunderbar. Es ist nicht Cabella, es ist Ben Yedder. Ist ja auch egal, der Franzose mit dem 1:0 in der 17. Spielminute. Bei den ganzen Franzosen bei Newcastle kann man schon mal durcheinander kommen, und hier macht es natürlich der Top-Torjäger die Bude. Setzt sich da wunderbar gegen die Verteidigung durch. Collins kommt da nicht wirklich hinterher, und Tompkins erst recht nicht. Der wird da nämlich eiskalt auseinandergenommen. Im Endeffekt hat Adrian keine Chance, und es steht 1:0 für Newcastle, aber West Ham wollte zurückkommen. Das ist Andy Carroll. Macht das gut, geht in die Mitte. Da ist Zarate mit dem Kopfball. Aber der Argentinier scheitert am gut aufgelegten Kevin Trapp, der momentan wieder ein bisschen besser in Form und zeigt das hier auch eindrucksvoll. Ben Arfa versucht dann weiter nach vorne zu kommen. In der 23. Minute setzt sich durch gegen die komplette Verteidigung. Niemand reift ihn wirklich an. Der Ball geht gegen die Pfosten. De Jong ist da. 2:0. Aber schnell realisierten sowohl die Fans als auch der Spieler selber, dass dieses Tor hier nicht zählen sollte. Denn De Jong stand beim Schuss von Ben Arfa zwar knapp, aber doch im Abseits. Gute Entscheidung, gutes Auge des Linienrichters in dieser Situation. Hier sehen wir es, beide Spieler der Magpies, die vorne noch dabei waren, im Abseits. Auf der anderen Seite hatte Newcastle dann ein bisschen Probleme, kurz vor der Halbzeit nochmal die Angriffe von West Ham zu verteidigen. Ball kommt an Andy Carroll, der versucht einfach mal mit dem Direktschuss, wird aber abgewehrt, zunächst zumindest, denn der Ball kommt zu Tompkins, und da ist Lustig auf Kouyaté, und der macht das da wunderbar, kann sich durchsetzen, der Ball nochmal auf den Schweden Lustig, Zarate, und der sieht in der Mitte Noble, der vollkommen frei, nochmal auf Sylvain Mavaud. 1:1. Der Magpie, der ehemalige, trifft gegen seinen Ex-Verein, und der feiert das ein bisschen argwöhnisch, denn er war ja lange Zeit ausgeliehen, hat nie wirklich Fuß gefasst bei den Magpies, und dementsprechend kann er sich natürlich jetzt hier noch mehr darüber freuen, das 1:1 zu erzählen für den abstiegsgefährdeten West Ham United, für das abgestiegsgefährdete West Ham United. Der Schuss war schön, Trapp reaktionslos, Noble mit der guten Vorlage, und danach war Halbzeit. Cresswell geht natürlich zufriedener in die Halbzeit als die Magpies. Die mussten jetzt hier pushen, denn man wollte ja gewinnen, auch laut Trainer MGT, und wie das laufen sollte, sehen wir hier in der Situation. 60. Minute, es dauerte bis zur nächsten Chance. Ben Yedder frei vom Tor, und Adrian ist gut dazwischen. Bitter, dass Ben Yedder diese Chance vergeben hat. Man warf dann alles nach vorne in der Endphase. Morrison und Niang kamen sowohl rein als auch Reinholz.
in die Sturmspitze für die offensive Dreierreihe. Aber direkt danach, die Einwechslungen laufen noch oben durch, kommt Maiga mit dem Ball auf die Abriss. Sakko, 2:1, kein Abseits in der Situation. Das hatte viele Fans im Stadion und viele MacPies auch gewundert. Aber es war de facto wohl ganz, ganz knapp keine ja, sträfliche Stellung da von Diafre Sakko. Der macht ebenfalls wie Mavo sein zweites Saisontor. Aber ist ja egal, wie viele Tore er schießt, denn dieses Tor war wichtig und es könnte den Sieg bringen. Und jetzt hat Sakko Bock, Fußball zu spielen. Die Flanke kommt in die Mitte, abgewehrt von Geis. Aber da ist nochmal Sakko mit dem Kopfball und Trapp hat da seine Mühe und Not, den Ball abzuwehren. Macht aber auch im Endeffekt nichts, denn es war die letzte Aktion der Partie. Die MacPies Newcastle verliert beim Abstiegsgefährdeten gegen das Abstiegsgefährdete West Ham United. Die können wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln und so kommen wir auf Seiten der MacPies definitiv nicht ins internationale Geschäft fürs nächste Jahr. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben wieder eine riesige Chance vergeben, hier irgendwas zu reißen. Super, klasse, toll. Durch 2 Abwehrstellungsfehler, wo ich keine Ahnung, wie es so... Kann ich mir nicht erklären, wie die zustande kommen. Wie? Oh, ekelhaft einfach nur. Die ganze Zeit zu überlegen gespielt und dann so eine Scheiße am Ende bei rausgekommen. Boah, sieht der stark aus. Wenn der erstmal spielen darf. Nochmal auf links zumindest keine Probleme mehr. Ey, das kotzt mich gerade echt so an, ne? Es gibt es gar nicht. Nein, möchte ich nicht. Geh weg. Oh Gott, Alto Belli, der wird... Oh Gott. Wenn der... Oh Gott. So, er ist sinnfrei und der ist auch richtig nice. Ich bin trotzdem gerade mega angepisst. Ich denke mal, ihr könnt es auch in gewisser Weise nachvollziehen, denn... Ja... Muss einfach nicht sein, sowas. Das ist eine unnötige Niederlage, unnötiger Punktverlust. Und dementsprechend sind wir jetzt nicht vor Arsenal, sondern stehen sogar noch weiter unten, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Das heißt, wir müssen jetzt gewinnen, um weiter oben zu stehen. Klasse, freue mich drauf. Oh, Mann. Das ist echt ekelhaft. So, Arnautovic, beobachten wir mal. Jakubovic immer noch. Na okay, ist nicht so stark. Trotzdem geglitscht. Boah, nichts zu sagen. Stekleburg ist nicht interessant. Nathaniel Klein schon eher, weil der wirklich stark ist in Realität. Holtby kann weg. Kann auch weg. Und die lassen wir mal da. So. Hey, Freunde der Nacht. Ja, wir sind auf Tabellenplatz 7 abgerutscht. Io, wahrscheinlich, oder? Oh, wir können immer mit einem Sieg auf Platz 4 vorrücken. Aber gegen wen spielen wir? Gegen Hall. Wo steht Hall in der Tabelle? Oh, wir sind nicht mal fit, ey. Oh, wenn ich es auch schon wieder sehe, ne? Halle 17. Naja, was soll nichts heißen. Wir haben gerade gegen 16 verloren, das zu Hause. Also, naja, so. Niang in der Sturmspitze. Das ist schon mal klar. Morrison in auf der 10. Wobei, ja, doch. Nee. Ja. Auf rechts halt. Ja, ansonsten Sippel natürlich wieder rein. Barker hat so schlecht gespielt. Das gibt's gar nicht. Geis raus, dafür Anita rein. Die geile Sau. Ja, und Santon hat dann verkackt. Und ist draußen. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir rein. Und jetzt muss ein Sieg her, und zwar unbedingt. Ach, warte mal, Innenverteidigung. Obwohl, ne, bringt auch nichts. Ja, bis gleich und viel Spaß. Nach dem peinlichen Auftritt gegen West Ham wollte Newcastle heute im KC Stadium gegen die Tigers, gegen Hull City, wieder Punkte holen. Diesmal wirklich der Tabellen 17. Nachdem der Tabellen 16. ja einen Sieg gegen die MacPies einfahren konnte und man mittlerweile auf Platz 7 zurückgefallen war, zwar mit einem Spiel weniger, aber trotzdem sehr bitter, konnte man heute mit einem Sieg gegen den ja, 17. Platzierten wieder vorrücken auf Platz 4 vor Bayern Arsenal aufgrund des Torverhältnisses. Trotzdem mit der gleichen Punktanzahl, aber es wäre ja an sich schon mal gar nicht so schlecht. Allerdings braucht noch die Tigers die Punkte. Ich denke mal, das ist klar. Als 17. die genauso im Abstiegskampf wie West Ham United in der Vorwoche. Und dementsprechend, naja, musste man wieder aufpassen, hinten nicht irgendwie unnötige Gegentore zu kassieren. Denn das wäre wie immer ein Killkriterium. Vor allem, weil Wissamen, der Stammstürmer, heute nicht mit von der Partie war. Nein, Bayern Young in der Sturmspitze. Kune Mohammadi, Chester Davies, Jefferson Livermore, Diame, Mailer, Ins, Aluko und Sakpo in der Startelf. Bei den Tigers auf der Bank Abel Hernandez. Also man hatte auf jeden Fall Potenzial in der Reserve, dass man einwechseln konnte. Allerdings auch bei den MacPies nicht unbedingt zu verachten. Die Auswechselspieler waren nämlich auch da gut bestückt. Trapp, Janmaat, Laporte, Rüdiger und Haidara in der Verteidigung. Anita und Sippel auf der Doppel-6. Morrison, De Jong, Cabella und Niang in der offensiven Reihe bzw. im offensiven Viereck, könnte man sagen. Auf der Bank Ben Yedder, Coman, Ben Arfa, Campbell, Santon, Stasic und Reinholz. Die Bank war dementsprechend wieder gut gefüllt. Itumeleng Ekune, ein sehr, sehr schwer auszusprechender Name. Er stand heute wieder im Mittelpunkt. Letzte Saison ein bitteres Tor kassiert gegen die MacPies. Auf
anderen Seite ging es allerdings los mit den Tigers, mit Ince, mit dem Ball auf Jefferson, nicht im Abseits. Warum auch immer, und Trapp muss das erste Mal eingreifen. Normalerweise müssten die Tigers die Magpies ja ohne Probleme verspeisen, wenn wir hier in der Tierwelt wären. Aber hier sah das eher nicht so aus, denn die größte Chance der Partie bis zu diesem Zeitpunkt hatte, ja richtig, Newcastle. Foul an 7 De Jong, kurz vor der Strafraumgrenze von Rowan Ince. Normalerweise nicht Rowan Ince, Thomas Ince. Normalerweise würde der sowas niemals machen. Aber hier ja, ist der Offensivspieler mal defensiv gefragt und macht das gleich, ja, suboptimal. Dementsprechend Freistoßchance. Cabella kann Freistöße. Zeigt das auch. 1:0, 13. Spielminute, die frühe Führung für die Magpies und die mitgereisten Fans natürlich aus dem Häuschen. Die freuten sich wie Bolle, dass Cabella, der Franzose, seinen nächsten Standard verwandelt. Wieder klasse Aktion des französischen Routiniers im Mittelfeld. Mittlerweile deutlich etabliert bei den Magpies und zeigt hier wieder, dass der enorme Standardqualitäten hat. Kuhne chancenlos und auf der anderen Seite, naja, ging nicht viel, eher wieder auf der Seite der Tigers. Hier ist Cabella, macht das gut gegen Chester, gegen die gesamte Verteidigung. Niemand greift ihn wirklich an. Frei vor Kuhne, 2:0, 34. Spielminute. Die Führung ausgebaut auf 2:0 für die Magpies. Newcastle also in Front und das sehr komfortabel, denn absolut keine Torgefahr seit der ersten Chance durch Jefferson von Hull City. Allerdings sollte man sich auch nicht zu weit zurücklehnen. Trotzdem schön gemacht hier von Cabella. Und warum man sie nicht zu weit zurücklehnen sollte, sah man in der nächsten Szene. Denn Niang mit der Chance geht in die Mitte, macht das gut. Der Ball wird erstmal geklärt, kommt zu Anita und da steht De Jong im Weg. Macht einen rein. 3:0. Nein, nicht 3:0. Das zweite Abseitstor in Folge von De Jong. Und sowas kann, wie wir im letzten Spiel gesehen haben, sehr teuer werden. Denn Anita hat den Ball auch wohl so reingemacht. Allerdings steht De Jong, der Niederländer, im Weg und dementsprechend korrekte Abseitsentscheidung. Bitter, dass es hier nicht 3:0 stand und das könnte sich ja, naja, theoretisch noch rächen. Die Magpies aber trotzdem zufrieden, genauso wie die Toons. Die Tigers absolut unzufrieden, wollten in der zweiten Halbzeit deutlich besser spielen. Aber naja, wie das laufen sollte, werden wir wohl sehen. Erste Szene dauerte ein bisschen, bis die Partie wieder in Schwung kam. 70. Minute, Morrison, also nicht die Tigers, nein, die Magpies. Und die Möglichkeit auf die Entscheidung mit der Flanke herein, abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Sippel schießen. Sippel schießt, kein Tor, Pfosten. Da rettet der Pfosten Südafrikaner Kuhne vor dem 0:3 und dem wohl K.O., dem Knockout-Punch hier in der Situation. Und dann gab es einen Wechsel bei den Magpies. Und zwar kam Rian Reinholdt in die Sturmspitze für Ravel Morrison. Niang ging auf rechts. Und letztes Mal gab es direkt nach seiner Einwechslung, naja, das 2:1 für West Ham. Mal sehen, wie es diesmal werden sollte. Es war ja wieder ein Abschießkandidat, gegen den der junge Deutsche hier seine zweiten Einsatzminuten sammeln sollte. Und es kam direkt zur Chance für Newcastle, den Gegner zumindest. Livermore mit dem Ball, kann machen, was er möchte. Der Ball auf den Nigerianer Aluko und der Pfosten rettet Kevin Trapp vor dem Anschlusstreffer, 70. Minute. Danach dauerte es eine ordentliche Zeit, bis die ja, Tigers nochmal vor das Tor kamen. Diame versucht sie mit dem Ball auf Chester, der mittlerweile mit aufgerückt ins Frei vor Trapp. Zu uneigensinnig. Ball wird aber nicht gut geklärt, kommt nochmal zu Dawson, auch mit aufgerückt. Spielt auf Diame, der Senegalese, auf Livermore. Die spielten um den 16er herum wie beim Handball und das sollte im Endeffekt sogar funktionieren. Ball raus auf Jefferson, der legt nochmal ab zum Uruguayer Abel Hernandez. Dann ist die Flanke und da ist Meiler, 1:2, 87. Spielminute. Der Engländer macht die Bude und plötzlich hatte man nur noch einen Torvorsprung auf Seiten von Newcastle. Und das ist das, was ich angesprochen habe. Es wäre wohl besser gewesen, das 3:0 zu machen, denn dann wäre die Geschichte hier durchgegeben. Aber, naja, Chancen vergeben und jetzt nochmal zittern in den letzten Minuten. Allerdings war Hull ja sehr offensiv schwach. Das hatten wir in der Saison bereits öfters gesehen und dabei blieb es auch. Denn keine weitere Chance in der Partie. Es endete mit 2:1 für Newcastle United. Sieg also für die Magpies im KC Stadium und damit setzen sie sich fest, beziehungsweise zumindest schieben sie sich erstmal auf Tabellenplatz 4 ins internationale Geschäft. Da will man natürlich auch am Ende der Saison stehen. Mit so einer Leistung wie heute, abgesehen von der Chancenauswertung, könnte das theoretisch klappen. Das war am Ende ja fast nochmal knapp, aber es hat zum Glück zum Sieg gereicht. Man City hat gegen Chelsea gewonnen, der Tabellenführer also lässt ein bisschen federn und City kommt ein bisschen weiter nach oben. Wir sind jetzt mittlerweile auf Platz 4 vorgerückt durch den Sieg an Arsenal, Liverpool und Everton wieder vorbei, was wunderbar ist. Wir haben ein monatliches Scouting-Update, glaube ich, noch nicht. Nein, das war die Pressekonferenz, habe ich da vertan. Wir loben unser Team an und ich habe gerade was auf der Bank gesehen, was ich gar nicht glauben konnte, aber es könnte sein, dass es tatsächlich so ist. Ich bin mir aber echt noch nicht sicher. Guck mal, er ist um 2 gestiegen, ist mittlerweile auf 84, sehr, sehr schön. Haidara ist auf 75 immer noch. Sippel auf 75 immer noch. Cabella auf 83. Gefällt mir auch sehr gut. Niang auf 78. Ben Arfa. Nein! 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 Das gibt's nicht! Nein! Nein! Das kann nicht sein! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Was macht er für Sachen? Ich glaub's nicht! Das gibt es nicht! Ben Yedda ist gestiegen auf 78! Oh mein Gott!
Oh mein Gott, das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Alter Schwede, was für ein Ende der Episode. Ich habe Tränen in den Augen. Ein Sieg und das Steigen von Beneda. Das ist ja unfassbar. Oh Gott, jetzt wird er nächste Saison mit Ibra Doppelsturm machen. Jawohl, besser geht's doch gar nicht. Ich heul fast. Ah. Gut, das war's von der Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Und ciao.